Hallo, mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin Podcasterin von Der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Außerdem bin ich seit 15 Jahren freiberuflich tätig als, ja, Kreativschaffende, Autorin, Gestalterin, Künstlerin. Und ich möchte heute ein kleines Video machen. Einige wissen es vielleicht, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich habe bereits im März ein Corona Video gemacht, wo ich so ein bisschen aus der Lage, aus dem Blickwinkel von uns Kultur- und Kreativschaffenden gesprochen habe und was zu tun ist und oder was wir tun können. Und jetzt haben wir Oktober und ich würde gerne auch aufgreifen, was in den letzten Tagen über die Medien durch Alarmstufe Rot eben auch bewusst gemacht wurde, nämlich dass wir, die von ja, der Öffentlichkeit abhängig sind, von Kunstkonsumenten abhängig sind, dass wir weiterhin unterstützt werden müssen, Aufmerksamkeit bekommen müssen. Und das ist schwierig, denn wir befinden uns jetzt wieder in einem kleinen Lockdown, aber wir wissen ja auch nicht, wie geht es weiter, wird das noch verstärkt? Und Veranstaltungen sind ab nächster Woche wieder verboten. Und das trifft halt natürlich uns Kreative besonders, egal ob Theater, Leute, Musiker, Autoren, die Lesungen machen möchten und so weiter. Künstler, die ihre Bilder nicht zeigen können. Und deshalb möchte ich heute 10 Maßnahmen kurz in diesem Video erläutern. Maßnahmen, wie Kunstkonsumenten und Kulturkonsumenten uns jetzt der Kreativwirtschaft aktiv helfen können. Und zwar mit kleinen Sachen, die ich jetzt kurz erläutern möchte. Also, das Allerwichtigste und deswegen Punkt 1 ist meines Erachtens jetzt, und das habe ich auch schon im März gesagt, dass Menschen, die Kunst und Kultur lieben und brauchen, nicht aufhören, Kunst und Kultur zu konsumieren und damit die Künstler und Kreativen zu unterstützen. Das heißt, Maßnahme 1 ist, kauft Produkte von Kreativen. Und das ist im Grunde egal, welcher kreative Output das ist. Ob es Bilder sind von Künstlern, die malen und zeichnen. Ob es Musik ist von Musikern. Ob es Bücher sind von Autoren oder was auch immer. Es ist total wichtig, jetzt diese Sachen nicht nur zu konsumieren, sondern auch mit Geld zu unterstützen. Okay, zweite Maßnahme ist, geben Sie uns Reichweite als Kreative. Das heißt, konsumieren Sie nicht nur selbst unseren kreativen Output, sondern streuen Sie ihn auch. Das heißt, verschenken Sie die Produkte, von denen ich eben sprach, einfach so an Freunde, an Bekannte, an andere Kunstfreunde und kaufen Sie quasi unsere Produkte doppelt. Das ist das, was ich sagen will. Kaufen Sie richtig, machen Sie sich Ihre Taschen voll mit unseren Produkten und verschenken Sie es weiter. Damit helfen Sie uns doppelt, weil Sie geben uns natürlich mehr Geld, aber Sie streuen auch unsere Kunst damit. Und damit komme ich schon zu Punkt 3, der da so ein bisschen mit drin steckt. Kaufen Sie die Produkte doppelt und dreifach. Überprüfen Sie Ihren Kunst- und Kulturkonsum und versuchen Sie ihn jetzt in dieser Zeit zu verdoppeln. Seien Sie verschwenderisch mit dem Konsum von Kunst und Kultur, denn es kommt uns als Künstlern und Kreativen zugute. Mit Methode 4 oder Maßnahme 4, die Sie machen können, ist die finanzielle Unterstützung der Künstler und Kreativen ohne Gegenwert. Also seien Sie spendabel, so würde ich es jetzt mal formulieren, und unterstützen Sie Künstler und Kreative, ohne dass Sie etwas dafür zurückbekommen. Sie haben vielleicht auch schon sehr viel von uns bekommen,
vielleicht auch kostenlos, sind oft auf Ausstellungseröffnungen gegangen, ohne Kunst zu kaufen, aber sie hatten einen schönen Abend. Oder sie waren auf einer Lesung und es gab vielleicht keinen Eintritt und sie haben kein Buch gekauft. Dann erinnern sie sich an die vielen schönen Momente, die Künstler und Kreative ihnen geschenkt haben. Und dann geben sie jetzt vielleicht, muss auch gar nicht an dieselben Künstler sein, etwas zurück. Und zwar ohne, dass sie einen Gegenwert erwarten. Die fünfte Maßnahme ist, teilen Sie die Botschaft der Künstler und Kreativen, indem Sie uns, weil ich beziehe mich damit ein, Reichweite schenken. Das heißt, machen Sie Werbung für uns. Wir sind alle in irgendeiner Form bei Social Media, wir haben Webseiten, wir haben vielleicht Shops, wo man unsere Produkte kaufen kann, oder wir haben Produkte in Geschäften. Dann ja, kommunizieren Sie, dass Sie das, was wir machen, gut finden, und kommunizieren Sie es öffentlich oder kommunizieren Sie es Freunden und Bekannten. Schreiben Sie ihnen einen Brief. Ich weiß nicht, schreiben Sie eine E-Mail, posten Sie das. Gehen Sie damit nach draußen, vielleicht so, und teilen Sie, was wir haben und was Sie gut finden. Können Sie uns vielleicht nicht selbst in irgendeiner Form unterstützen oder weiterhelfen oder haben dies bereits getan, möchten aber noch mehr tun? Dann komme ich jetzt zur Maßnahme Nummer 6. Vielleicht kennen Sie Menschen, die uns weiterhelfen können, mit denen wir Kooperationen eingehen könnten. Dann können Sie ja vielleicht zwischen diesen Parteien vermitteln. Also bringen Sie Künstler und Kreative mit Leuten zusammen, die Künstlern und Kreativen helfen können oder die in irgendeiner Form unterstützen können. Vermitteln Sie. Das wäre die sechste Möglichkeit. Die siebte Möglichkeit ist, und das ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick zu wenig, und das allein wäre auch zu wenig, aber es ist trotzdem schön, es als Künstler und Kreativer zu bekommen. Wertschätzen Sie das, was wir tun, nehmen Sie Anteil, kommunizieren Sie uns, dass Sie das, was wir machen, toll finden und unterstützenswert finden. Und fragen Sie uns Kreative und Künstler, wie Sie uns vielleicht helfen können. Und das sage ich auch, weil ich gar nicht für alle Künstler und Kreativen sprechen kann. Ich weiß nicht, was Musiker X aus Aachen braucht. Ich weiß nicht, was der Autor aus Bonn braucht oder die freie Künstlerin aus München. Aber wenn Sie Künstler, Kreative kennen und diese unterstützen wollen, dann sprechen Sie sie an und fragen Sie, wie Sie helfen können. Wie wäre Ihnen am besten geholfen? Und vielleicht kommen da auch Antworten, mit denen Sie gar nicht gerechnet hätten. Das Gleiche gilt auch für kulturelle Institutionen. Diese brauchen immer Hilfe, sei es nur in ehrenamtlicher Tätigkeit. Achte Maßnahme. Vielleicht haben Sie eine Plattform, eine Bühne oder Öffentlichkeit, die Sie uns Kreativen anbieten können, um unsere eigene Reichweite ja zu vergrößern. Vielleicht haben Sie einen Blog, eine Webseite, eine Unternehmenszeitschrift, eine Online-Bühne, die Sie zur Verfügung stellen können, eine Konferenz, die Sie planen, wo Sie kreativen Input brauchen. Wenn dem so ist, jeder Kreative ist dankbar, zu so etwas eingeladen zu werden oder bei so etwas auch genannt, beworben, vorgestellt zu werden. Denken Sie mal drüber nach, gibt es so eine Plattform, die Sie bieten können? Neuntens ist auch vielleicht etwas
unkonventionell, aber ich habe auch wirklich lange überlegt, welche Maßnahmen es geben könnte. Und diese Maßnahme, die ich jetzt sage, könnte sein, eine ungewöhnliche Anfrage an Kreative oder Künstler zu stellen, wenn sie zum Beispiel ein Unternehmen haben, was in irgendeiner Form künstlerische oder kreative Hilfe gebrauchen könnte. Oder sie haben eine vielleicht ungewöhnliche Idee, die sie nicht alleine umsetzen können, für die sie vielleicht einen Kreativkopf brauchen. Dann ist jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt, wo sie so eine ungewöhnliche Anfrage ruhig mal an Künstler, Kreative, Kulturschaffende stellen können. Und wir sind immer interessiert an ungewöhnlichen Kooperationen, an ungewöhnlichen Ideen, die wir umsetzen können. Und vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, dass sie ihre Idee, die ihnen schon länger im Kopf bleibt, mal an ja, Kreative herantragen, um diese natürlich damit dann auch finanziell zu unterstützen. Und im Gegenwert dazu würden sie ihre Idee realisieren können. Ja, und die 10. Maßnahme ist ganz einfach. Das ist nämlich die Maßnahmen 1 bis 9 wieder zu wiederholen. Von neuem zu beginnen, wenn sie Maßnahme 9 durch sind, dann fangen sie wieder bei 1 an und konsumieren wieder künstlerische Produkte. Bieten sie abermals Reichweite für uns Künstler. Bleiben sie mit uns in Kontakt, kommunizieren sie mit uns und über uns. Und so weiter. Ja, das sind die 10 Maßnahmen für Kunst- und Kulturkonsumenten, wie sie uns jetzt aktiv der Kreativwirtschaft helfen können. Und ja, ich wünsche allen, sowohl den Konsumenten als auch den Produzenten von Kunst und Kultur, eine ja, energetische Zeit jetzt. Und dass wir gut durchhalten, dass wir in Kontakt bleiben, dass wir vernünftig bleiben und dass wir kreativ bleiben können und dürfen und dass wir gesund bleiben. Vielen Dank. Und was Sie jetzt als Zuschauer dieses Videos noch machen können, ist, was mir und hoffentlich noch viel mehr Menschen helfen würde, ist, teilen Sie jetzt dieses Video, teilen Sie es bei Social Media, teilen Sie es in Ihrem Blog, über eine E-Mail, wie auch immer, damit noch mehr Menschen jetzt vielleicht von diesen Maßnahmen, die ich vorgeschlagen habe, erfahren und vielleicht auch so der Kultur- und Kreativwirtschaft geholfen wird. Vielen Dank.